Experimentelle mobile artillerie. Cool. Welcher, wo war's dann? Alter, zerstört die Einheit und konzentriere dich nur auf experimentelle Einheit. Ja, ich mach doch gar nichts mehr. Ich baue doch auch gar keine Panzer mehr. Mal. Zerstört die da vorne. Nee, ich soll mich jetzt auf experimentelle Einheiten konzentrieren. Okay, warte, eine Atombombe, ich wurde frei. Nein. Warte, ich muss ihn gucken, weil er sieht nicht schlecht, wo ich hinschießen kann. Was baue ich denn? Artillerie? Sinnlos. Das hier? Oh, Commander funktioniert. Oh oh. Die können doch nichts. Alter, was hat denn der für eine Reichweite? Und bauen wir Verteidigung hin. Ja, och man, ich bin dabei. Ey. Guck dir meine Verteidigung an, ich wollte gleich die deine an. Ja, toll. Soll ich meine ausmachen? Dann sehen wir mal, wie gut deine ist. Meinetwegen kannst du jetzt auch die Lücken schließen, weil du ja die Boden halt nicht mehr brauchst. Ja, ich will aber die Experimentellen noch irgendwie durchkriegen. Die Experimentellen laufen so über die Einheiten drüber, also die Verteidigung. Nee. Alter, doch, was macht denn der hier schon wieder? Rumpimmeln immer noch. Meine Schilde fallen schon. Alter. Hör auf meine Schilde zu schießen. Ja, er schießt ja gar nicht auf meine Schilde. Na klar schießt du, guck doch mal an. Das sind die scheiß Raketen, da kann ich ja nichts für. Ja, hör auf damit. Kann ich ja nicht. Doch, ausschalten. Alter. Wenn ich schon geschossen habe, kann ich die nicht mehr ausschalten. Doch, du kannst sie zurückrufen. Geht alles kaputt. Ich zerstöre die riesigen Einheiten, also jetzt diese von... Ich würde die von den, zerstöre die Raketen, genau. Ja, das ist eigentlich keine Ahnung, die schießen ja bloß deine Schilde kaputt. Das reicht schon. Die Schilde sind generell raus. Oh scheiße, das Springbord ist fast kaputt. Dann müssen wir zurückrufen. Ich schicke die mal auf die andere Seite. Da ist meine Atombombe gar nicht angekommen. Das sind zwei Schilde kaputt gegangen und lauter Technikerstationen. Oh. Ja, das ist jetzt ein Riesenschaden. Wie viel Geld soll ich dir dafür geben? 1 Milliarde. Okay, gut, wurde gerade überwiesen. Ja, ja. Die Cyber schießen ja bloß diese Raketen ab, dass seine Schilde kaputt gehen. Das kommt von diesem riesigen Bot. LOL! Der bricht durch? Der bricht durch. Ich laufe uns einfach so zwischen meinen experimentellen Einheiten durch. Obwohl, jetzt kommen die ganzen Laser. Zack, bumm, zuuuz, ab, weg. Toll, die aufgepimpten Spinnbots sehen geil aus. Oh, was schießt denn jetzt für Raketen ab? Ein Panzer. Ah. Was meint er überhaupt? Ah ne, die sind dann fertig. Okay, du brauchst nichts mehr. Deine komischen Gates brauchst du ja eigentlich auch nicht mehr, oder? Ich könnte zerstören mal die Hälfte. Kommt dann noch mal wieder. Deine Mann. Jo. Ih, weg du Scheiße. Bomber. Du hast immer noch keine Luftabwehr? Doch, klar hab ich. Was hat er nicht? Die Bomber brechen doch durch. Da, ganz viel. Ja, das bringt nichts. Du musst ja an der Front verteidigen. Du kriegst ja immer deine Sachen wieder. So, ja, drei Gäste zerstört. Du hast ein bisschen Platz zum Angreifen. Ich bin noch dabei, ich mach doch schon alles.
hier die Techniker schon wieder? Warum bauen die nicht? Oh Mann, oh. Halt bloß bei mir. Weil die bricht mit mir immer im Wasser dadurch. Ja, deswegen habe ich da einiges von mir an Einheiten gezimmert. Deswegen stehen da bei mir experimentelle Einheiten. Schön. Wo ist eigentlich mein Commander? Da vorne. Weg da. Ja, weg da, komm mal weg. Guck dir meine Verteidigung an. Okay, so sehen die Einheiten geil aus, was mit den mit der Artillerie weg. Oh, das muss ich jetzt bauen. Was denn? Was musst du jetzt bauen? Nichts. Na, jetzt passe ich lieber auf deine Basis auf. Was brauchst du da? Der Kommando wird schon wieder angegriffen. Mann, ich hab doch ganz viel. Ich brauch viel mehr Schilde, Alter. Meine Kommando, meine Techniker machen aber irgendwie auch gar nichts. Oh, alle tot. Ne, da sind sie. Ah, da brechen schon wieder zwei durch. Ja, ich sehe sie ja schon. Ich mache ja schon da was. Meine Einheit schießt nur so eine Schuss über. Das heißt, deine Schilde ist wieder gerade hier. Ja, hör auf damit. Ja, da kann ich ja nichts für dich. Wie sehen die einfach an? Dann visier die doch woanders an. Mach doch, schieß die doch, lass die doch woanders rausschießen. Alter, mein Commander, nein! Der letzte Commander. Hör auf, er kommt noch mal auf. Alter! Ich kann nichts mehr. Nein! Komm, der kann wenig leben. Ja, jetzt machst du mal den scheiß Spinnenbot kaputt. Alter, mein Commander! Ja, erst soll ich dich nicht angreifen, dann soll ich dich... Oh, der ist schon hinter der Soldbot. Alter, da ist noch einer! Oh Mann, wieso? Alter, ich hab... Boah, ich muss da... Da kommt noch einer! Oh, da kommt noch einer! Was soll denn das? Diese scheiß Wasserecken da... Jetzt ist er tot. Oh Mann! Ich bei dir muss höre, wie den gesamten Commander abschmieren. Und bei mir, ich hab keine Probleme. Alter, das ist doch Kacke. Diese fucking experimentellen Einheiten, die immer übers Wasser laufen müssen. Zimmer da so viel. Zimmer die Verteidigung, die ich da auch. Diese da. Diese da. Was? Die. Ja, die toll. Wir schießen nämlich auch unter Wasser. Allen Anschein nach. Ich mache jetzt was anderes. Ich mache jetzt die einfach machen ultra mal. Viel Schaden. Mach jetzt. Ich werde jetzt Amok laufen. Nein, das muss nicht. Da kommt wieder der strategische Bomber. Das ist mir jetzt egal. Alter, was ist denn hier? Wer raucht denn hier? Hier kommt schon wieder durch dein Wasser. Bestimmt. Ich will. Ich brauche mehr normale Panzer, das geht so nicht. Ja, kannst du ja einen basteln, wenn du da bist. Bau doch Unterwasserpanzer, die dann da unter Wasser stehen und dann alle abknallen, die da rauskommen. Warte mal, du machst es in welchen Baust. Was ist denn jetzt da schon wieder? Warum schießt denn? Bau diese Verteidigung, die ich da stehen habe. Die von der UEF, weil die kann nämlich unter Wasser schießen. Wie soll ich das denn machen? Achso, doch, ja, mit Techniker. Nee, kann ich gar nicht. Du hast sonst ein Quantum-Geld. Achso, ja, stimmt. Boah, Schenner. Aber mit dem baue ich gerade was anderes. Und dann, du hast doch zigfach Jahre einen Satelliten, die da nichts stimmt, machen. Ja, habe ich ja ganz vergessen. Oh. Ich habe zigfach Jahre einen Mavers.
50 Trilliarden Raketenabwehrstellung, die... Ah, nächsten Mal sind wir fertig. Mein Spinbot, der ist jetzt ganz wichtig, weil der ist nämlich mega stark. Spinbot? Welcher Spinbot? Mein großer Spinny. Der hat nämlich knapp 300.000 Lebenspunkte. Naja, was, ist ein Prototyp Ultra Heavy Beetlebot oder was? Nee, der gut. Ach, Mann, der hier. Ja, meine ich ja. Ja, meine ich doch. Beetlebot. Ja, meine ich doch. Besser, guck dir mal diese aufgepimpten Spider-Bots an. Die auf drei Beinen? Ja. Ja, wie normal, wie eine Spinne aussehen. Alter, da kommt jetzt Alter. Ja, genau so wie eine Spinne aus, die drei Beine. Also sechs Beine halt, ne? Ich schick mal los. Ja, sechs. Die Spinne hat sechs Beine, aha. Na komm. Alter, die Luftabwehr kommt bei mir durch. Bring mal hier Schilde hin. Wo ist eigentlich mein Techniker? Da. Mehr habe ich nicht. Schilde? Schilde. Alter, bei mir ist bloß bam 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 bam. Und da kann ich wieder durchstecken für dich. Millionen Leben. Alter, wir nähern uns der 2 Millionen Marke. Für eine normale Einheit jetzt oder experimentell? Experimentell, diese riesigen Einheiten. Das wäre cool, wenn man einstellen könnte, welche Einheiten da kommen. Auch hier, oh, da fehlt ja schon wieder ein Schild. Was? Achso. Hä? Warum kommt da keine Rakete raus? Ist sie unsichtbar? Wieso fliegt die Rakete woanders hin? Ich sehe. Ach, da ist sie! Ich sehe die gar nicht. Liegt nach rechts. Ja. Auf dem Berg oder was? Ja, ich beschieße da mal so einen Typen auf dem Berg. Ja, bringt nix. Bringt nichts. Ja, da kannst du auch sogar Atombomben hinbringen, ich schieße nicht nix. Leben. Und jetzt, pass auf, jetzt schlägt sie ein. Die teilt sich nicht mal. Doch, die hat sich geteilt. Oh, cool. Nur da oben ging das schlecht, weil das bergauf ist. Ich will mehr. Mann, die brauchen so lange hier. Alter, ey. Sowas endlos ist viel besser als sowas, wo du nur bestimmte Runden da bist. Ja, finde ich auch. Aber bei welchen, bei wie viel sind wir jetzt mittlerweile? Guck mal, wie viele Punkte ich habe und guck mal, wie viele Punkte du hast. Nee, das hat irgendwas anderes. Die ersten drei Zahlen bedeuten was anderes als die letzten Zahlen. Aha. Weißt du nicht was? Ich weiß leider noch nicht was. Bestimmt, weil, oder? Alter, also Einheiten verloren. Nein, das ist ja blöd. Ich glaub gebaute Sachen oder so. Das teste ich mal aus. Alter, strategische Bombe über 100.000 Leben. Beetlebot von dir hat mittlerweile schon 300.000 Leben.
Wie ernst die 243 Bomber, Alter. Alter, wieso kommen die mittlerweile alle von da oben? Das ärgert mich. Lebt ihr noch? Ja. Ja, komisch, dass die alle von oben kommen. Alter, was da kommt. Ja, deswegen, das wundert mich ja. Jetzt dann mach ich mal ein bisschen was rein. Nein, Fu, komm zurück. Alter, ich sehe bloß riesige gelbe Punkte auf der Karte. Alles hier schwarz ist, wenn ich reinzoome. Alter. Das ist, da müsste eigentlich ein riesiges Loch drin sein. Jagdbombe ist wieder da. Der war einfach zu viel Leben, Alter. Ich glaube, am Wochenende hätten wir die meisten längste Zeit, um sowas zu überstehen. Aber ich habe auch keinen Bock, den ganzen Tag lang so eine Mission zu machen. Naja, solange bis wir es nicht mal schaffen, ne? Das ist doch scheiße, was das für ein Lightrun ist, jetzt ein bisschen lange dauern würde. Laut Spiel haben wir gerade mal eine Stunde gespielt. Ah ja, wir haben jetzt schon gespielt, Mensch. Es ist jetzt aber schon fast 23 Uhr. Ja, ich weiß. Boah, 300.000 Leben, das ist das Maximum, wa? Guck mal unsere Punkte an. Oben rechts. Wieso hast du nur so viel? Ja, guck dir erstens meine Verteidigung an, zweitens meine AA. Ja, ich will aber nicht mehr Verteidigung bauen, es reicht. Dann experimentelle. Ich brauche was anderes. Ich schieß mal. Kein Atombomben jetzt, ja, das ist sonst doof. Ich versuch's. So. Brauchst was anderes. Tactical Missile Launcher. Ganz, ganz viele von denen. Was bringt die das am Ende? Ja, das sieht cool aus. Aha. Ich meine, wenn ich so 1000 davon baue, dann machen die doch ein bisschen Schaden, oder? Du kannst auch zwei von den experimentellen Missile Launcher bauen, von den Seraphim, die gleich eine ganze Armada zerstört. Und einen riesigen Bot. Alter, 313.000 Leben haben die Einheiten ja schon mittlerweile. Die normalen, 300.000. Ja. 150.000. Der Bot hat 3 Millionen fast. 393 Millionen. Das ist krass. Alter, und die kommen nicht durch. Ich wiederhole, die kommen nicht durch. Aber komisch, dass jetzt bei mir keine mehr auf dem Wasser angreifen. Ja, wie machen wir das denn? Warum? Die haben Saft von dir da unten. Warte, schieß mal eine Atom da unten rein, vielleicht. Oh, doch, meine Raketen machen doch schon ordentlich Schaden in Massen. In Massen? Ja, was denn? Schieß mal in Massen da oben, da.